Ich habe die in die Mikrowelle getan, um sie aufzutauen. Und dann habe ich Paprikaschüssel. Oh shit, alter Gregor. Sag nicht, dass du dann das. Ich hatte mein Mikrofon die ganze Zeit auf Mute. Das ist dein Mikrofon die ganze aber Zeit auf Mute. Aber zum Glück bin ich so laut, dass man es vielleicht. Ja, weil ich pinkeln war. Oh, wieso hast du das denn auf Mute? Weil ich pinkeln war. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist. Bier willst du wahrscheinlich. Ja, ja, kannst du gerne. Warum? Also, du gehst noch auf ein Event und ja. Ich bin der, der noch arbeiten muss. Sag ich, bezahlen, ich du nicht ich, das ich Bier bin, trinkst, ich bin gleich auch noch on air live, zwei Stunden lang. Ah, okay. Oh. Machst du Retro-Club oder ich was? Ich mach Yakuza. Hier, benutze die Maus. Ich hab auch direkt an die Maus gedacht. Yakuza. Ja. Ist es echt okay? Ja. Ja. Besser als gedacht. Es ist tatsächlich besser als gedacht. Kleine Kanten, das sind einfach die besten. Wenn es da noch einen Halter für Papierhandtücher gäbe, wäre es das ideale Gamer-Utensil. Ja, da hat man alles, was man braucht. Okay, Rolle. Für einen erfolgreichen Abend. Rolle. Es gibt so ein Bild im Internet, es gibt ja diverse Threads im Forum, wo so, das ist euer Gamer-Setup. Ne? Und da gibt es einen, der hat sich dann so einen dicken Schreibtisch aufgebaut, 7 Monitore dann rumherum und da ist eine fest installierte Toilettenpapierrolle dran. Das ist fürchterlich. Wenn auch allein die Vorstellung, auf einem Klo zu sitzen, jetzt es war wahrscheinlich kein Klo, aber allein habe ich auch gesehen, diese Klo, wo um das Klo rum einfach eine Gamerstation aufgebaut ist. Und denkst, ich will gar nicht die ganze Zeit auf dem Klo sitzen. Ja, ich denke auch mehr dann in den Sachen, du bist ja auch, man ist ja manchmal bei Leuten und man sieht, dann. Du meinst, war die Wankstation. Du siehst da den Computer und daneben ist einfach mal ein Mülleimer, der voll ist mit Taschentüchern. Herzlich willkommen zu Spiel mit Bart. Warum nicht, ne? Weißt du, mein Intro sollte eigentlich sein, du, wie wird man Polizei? Das kann man ja jetzt machen. Du, wie wird man eigentlich Polizei? Das hat der Gregor gerade. Nee, du hast gerade erklärt, wie man bei der Polizei. Wie man bei der Polizei landet, warum sie bei einem anklopft. Du, wie wird man von der Polizei gesucht? Das wundert er sich. Hast du gesehen, was für eine gefährliche, Chucky-artige Puppe? Ja, das ist so ein bisschen, der Polizist hält deswegen an, wegen der Chucky-artigen Puppe. Du bist deine Puppe zufällig ein verwandelter Serienkiller? Serienkiller, der Geist eines Serienkillers. In einer Puppe? Vielleicht. Nein, wie kommen Sie da drauf? Wie konntest du denn sprechen, ohne die Lippen zu bewegen, mein Kind? Yes, so, fat boy. Merch, look. The doll's trying to kill me and the toaster's been laughing at me. Ew, dog water. Das ist ja auch nur ein Mädchen. Yeah. Das ist ein Kerl. Das ist ja alles für Frauen bei der Polizei. Frauen überhaupt. Also in Bayern. In einem Job. Also bitte. Das ist Fantasie hier. Das hier ist Tolkien. Das haben uns einige Leute schon dann gesagt, nachdem wir uns gewundert haben. Wir haben nicht nur das bekommen, sondern wir haben auch noch sogar einen richtigen Aufkleber, den jemand uns organisiert hat, also wie sie verteilt wurden. Den werden wir vielleicht irgendwann, wenn wir ein festes Set haben, da auch drin ablegen. Und jemand auch nochmal so ohne. Sehr über sowas gefreut. Ja, wirklich. Das ist schon echt richtig schön. Das werden wir alles also schön fest installieren. Und ich wusste, wir haben die Posterrolle lag bei uns im, also bei mir zumindest im Schrank, in diesem, wir haben so kleine Regale für unsere Post, für die Post, genau. Ja. Moment, bevor du das machst, Moment. Und ich habe schon gesehen an der Größe und so, oh, wenn das jetzt dieses Du, wie wird man Polizeiposter ist. Und ich war so froh, dass das war. Ja, weil nichts anderes hätte mir so viel Freude gemacht. Richtig cool. Das war übrigens mal, kann man ja auch gerne mal sagen, die meisten wissen, das ist eine offizielle Werbung. Also wir haben ja uns gewundert und haben die Syntax muss von Gabriel Knight sagen, komm. Aber nein, das war der Witz daran. Ja? Passt das natürlich. Es ist dieser sehr schmale Grat. Es ist absurd genug, dass es aus dem Spiel sein könnte.
aber die wussten es nicht mal, wie die wussten es nicht, ja. Die haben es fürs Spiel benutzt, ohne zu wissen, dass die Grammatik perfekt zu dem anderen Scheiß passt. zu der damaligen Zeit, es war eben Deutsch einfach, was sie da an die Wand geklatscht haben. Und mit der Zeit wurde aber nicht nur Deutsch, sondern auch Gabriel Knight raus. Du, wie wird man Gabriel Knight? Wie wird man Schattenwächter? Das hätte ich gerne noch. Vielleicht in 10 Folgen dann. Irgendeine stimmt, alles, Kopie davon. Alles drauf gefotoshoppt. Wo Grace Nakimura auf dem kleinen Fahrrad und Gabriel Knight. Nee, jetzt wird es zu konfus. Und die Puppe ist der Wolf. Der die kleine. Puppe ist natürlich der Wolf. Oder die Beehive-Frau. Was wir auch bekommen haben hier von Michael, da hatten wir auch aufgefordert in einer der letzten Folgen, dass wir seine Karte dazu. Damit dazu getan. In einer großen und einer kleinen Variante, weil wir wollten ja auch einen Kollegen haben für unseren Budi. Der Holzhuber ist natürlich dann auch mit dabei, aber falls wir mal Ice Wide Shut mäßig mal wieder hier irgendeine Orgie fallen, wie wir es ständig Mittwoch. Ich gerade aufzeichnen. Mittwoch ist Orgientag eigentlich, ne? Mittwoch jetzt? Ach, deswegen war am Dienstag. Deswegen, ich habe immer frei hängen lassen. Ich habe stundenlang in einem Haufen Mett lag ich. In einem Haufen Mett und keiner kam. Das ist noch nie passiert. Deshalb, damit man auch seine potenziellen Partner besser anlacht, hier, die Gabriel-Maske. Das ist fantastisch, das ist neben der Bully-Maske meine Lieblingsmaske. Das ist richtig gut, gell? Also und auch, ich meine, Gabriel ist nicht so dick, aber im Grunde ist es muss ja irgendwie auch über die Backen gehen. Das Knautsche ist auch konkret, ja? Das ist sehr gut. Da sind also Furchen. Ihr könnt gerne, wenn ihr auch eine Gabriel-Knight-Maske haben wollt, könnt ihr euch sicherlich unter www.michael-roos.net wenn er smart ist, hat er die jetzt als Druckvorlage. Ja, genau, also es ist eigentlich... Es ist wirklich eine gute Sache. Wir werden die auch benutzen, wir wollen sie natürlich nicht jetzt überreizen, aber wir werden... Es ist eigentlich der Reichtum. Man sieht auch viele Leute, die sich überstrahlte Versionen von uns dann angucken, wie wir Spiele mit Bart spielen. Das ist einfach... Den Fernseher abfotografiert. Ja, es ist so wie zwei Sonnen. Die eine Sonne trägt eine Brille und die andere hat komische Haare. Ja. Das ist alles. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Schönen Gruß aus dem echten Bayern, aus Oberbayern. Innerhalb Bayerns gibt es noch Abgrenzungen. Das ist schon traurig, oder? Ein bisschen. Es ist ein bisschen wie die, du kennst die Nerd-Skala. No? Du weißt ja, es gibt ja auch unter, man ist ja nicht nur Nerd, sondern es gibt ja Nerds müssen welche finden, die gesellschaftlich unter einem stehen, damit man sich besser fühlt. Immerhin schreibe ich keine Erotic Furry Fanfiction. In Verkleidung bin ich wahnsinnig komisch. Ich sehe aus wie ein Streber. Ich ebenfalls. Ich schreibe nur Erotic Fanfiction. Ja, genau, nicht die Furry. Und dann, es gibt immer so die Pecking Order, wo du dann weiter runter und runter kommst und irgendwann landest du dann bei den Furries oder ich weiß es nicht. Ich glaube, die Furries sind bei weitem nicht die untersten. Ich glaube, es geht dann einfach immer weiter, bis irgendwann man wirklich nicht mehr nachverfolgen will. Es ist vielleicht auch der Kreislauf. Ja, wenn du ganz unten bist, dann sind die vielleicht, die halten sich für besser als, was weiß ich, die Leute, die einmal einen Comicbuchfilm gesehen haben, die dann die oberste Stufe von Nerd wären. Ja, es ist aber normal. Also man braucht ja irgendwas, braucht man immer, um drauf zu blicken. Und wenn man sich nur einen Hund holt, dem ist es egal. Das woher? Ist voll an Hunden. Hunden ist völlig egal, dass man auf sie herabblickt. Man kann ja gar nicht... Es ist eigentlich geil, dass man irgendwie, dass da einer ist, der Ahnung hat. Zumindest suggeriert, dass er Ahnung hat. Und die finden es einfach geil. Die Hunde sind eigentlich super smart. Die lassen einfach die anderen den Scheiß machen. Die haben bewusst irgendwann gesagt, hey, wir tun so, als ob. Ja, wir sind eigentlich die Klügsten auf der Welt. Ja, es ist wie bei der Wolfskiste. Die haben halt einen Rudel. Aber einer ist der Alpha-Wolf und alle richten sich nach dem. Das heißt aber auch, dass in einem Rudel von 12 Wölfen 11 Leute faul sind. Meinst, und sagen, komm, soll der doch machen. Du meinst, mir doch egal, was wir heute machen. Die Zwölfen? Die Zwölfe. Je ein Pack ist immer 12. Ein Pack, das sind die Zwölfe Wölfe. Zwölfe sind immer 12. Wir haben gerade mit den Millers oder irgendwie waren es die Millers oder die Smiths waren? Emil Smith und Waltraud Smith. Sind die denn eigentlich eingewandert? Ich habe es vergessen schon wieder. Sind die eingewandert aus den USA nach Deutschland? Die sind nicht eingewandert, sondern sie sind rübergeflogen. Sie sind aus Amiland gerade rüber und besuchen, weil sie die Schattenjägers besuchen wollten. Deshalb sprechen sie diese leicht akzentuierte. Aber gerade mit Nakimura könnten sie doch total like English speaker. Ey, fucking, die hätten eigentlich Englisch sprechen müssen. They could have talked English. Ja, und dann nur ein bisschen. Like, it's a native English language. Aber die wollten natürlich, dass alle in dem Pub genau. Ihre Geheimniskrämerei mitkriegen. Und wenn sie schon mal dann die, ich wette, die Synchronsprecher für die beiden, die sie dran geholt haben, die können zwar einen echt gemeinen Ami-Akzent aufs Parkett legen, aber wenn sie richtig Englisch sprechen wollen würden, ja, würden sie, and then we have to go to the heated, hast du den deutschen Dialekt auf einmal drin? Ja, die können nur Dialekte.
Tut mir leid, wir können weder Deutsch noch Englisch. Wir können nur einen Twitter aus beiden Sprachen. Den Werner Huber, den haben wir hier noch. Ja, mach du mal weiter. Ich gucke hier nur ein bisschen durch, aber guck mal genau, ein bisschen durch, genau. Leite du mal die Leute aufs Abend. Wir wollen ja noch ein bisschen aus dem Game was machen. Da müssen wir irgendwas machen. Da müssen wir echt was mitmachen. Vielleicht mal einen Tag, wo wir diese Maske über die sozialen Netzwerke Herr Huber? So ein bisschen pushen. Ja. Ja. Da ist der Hubert. Wir haben auch ganz viele Ausschnitte von echten Filmen, wo der mitspielt. Ja, das stimmt. Ja. Viele Sachen geschickt bekommen. Einer der wenigen richtigen Schauspieler, die mit dabei sind. Ja, der denkt, alles, was ich hier mache, da ist stundenlang. Guck mal, wie das auch spiegelt. Ja. Der hat aus diesem Holztisch durch das ganze Warten und Putzen zum Spiegel. Es war eigentlich... guck das an. Es war eigentlich ein Baumstamm, der da war und der hat es zu einer Bank gehobelt. Am Anfang war es ein ganz normaler Baum. Er stand eigentlich im Wald. Er hat einfach angefangen, sich eine Bar hinzuputzen. Gabriel's Fall. Ich möchte wissen, ob Sie Ihre Meinung geändert haben und mir sagen können, wo Gabriel ist. Es ist wirklich wichtig. Nein. Tut mir leid. Er will es immer noch nicht sagen. Sehr süffisant, der Arme. Ich hab noch was. Danke. Oh. Bitte. Bitte? Bitte. Er ist sehr nett. Ihn habe ich sehr gern. Ich habe noch was. Ich meine, du hast ja schon gezeigt, aber ich mag die Bohne. Die Bohne ist schon... hier sieht richtig gut aus. Sie drückt ein bisschen so aus, wie ich mich innerlich fühle hier jeden Tag. Ja, wie ich mich nach einer Folge fühle, wenn ich schon einen B-Intos habe und weiß, oh Gott, du musst nicht nur gleich noch eine zweite Stunde machen, sondern es geht danach einfach mit einem normalen Job noch weiter. vielen Dank. Und Schatz, ich freue mich jedes Mal, wenn Leute die Bohne interpretieren. Ich mag die sehr. Auch wenn die hier, die hat den Helm nicht auf, sondern sie hat aber nur... die Schmuckstücke vom Helm implantiert. Das ist so ein bisschen mit Doppelklebeband draufgezimmert auf die Glatze. Irgendwie so, ja, wenn man es halt Cosplay, ne? Auf die Bohnenglatze. Ach ja. Okay, also wir müssen Gabriel irgendwie finden, der Huber verrät uns. Oder zumindest wir müssen Infos über Ludwig mal rausfinden. Wir brauchen einen Kleber. Demnächst. Demnächst kommt der Kleber dann nochmal dazu. Wir haben wohl geschlossen. Der Bürgermeister ist immer noch nicht da. Ja, es sind dann Briefe gewesen aus den Sachen, also bei manchen mit dabei, die uns dann geschrieben ganz wurden. Ganz viele haben bayerische Sachen uns geschickt. Der Bazi, der Pritschen, der gestinkerte Hund, der Grattler. Der Grattler? Fix, der Lackel, die Matzen, der Narrischer. Oh, die Matzen hatten wir schon, ne? Das Arschloch, der Schratzen, das klingt irgendwie gut, oder? Hat was. Der Verrecker. Ich hatte es ja schon gesagt, dass wir aus dem Wörterbuch gelesen haben. Ich finde fast schon die nicht-bayerischen Varianten, wenn man die auf Hochdeutsch ausspricht, so wie du pissverrostete Schraubensau. Du pissverrostete, ja. Das hat schon was. Hier ist ein kompletter Brief auf Bayerisch. Ja. Ach, guck mal. Guck mal, da ist doch hier. Von mir ist das Silberherz vielleicht. Ist es wahrscheinlich, ja. Gerde ist hier. Ich frage mich, was sie vorhat. Okay. Guck mal, sie streichelt das Herz. First time, first love. Das ist ein Lebkuchenherz, oder? Das ist ja sehr aufwendig gestaltet. Es ist ein bisschen über die Jahrhunderte ein bisschen drauf gewachsen. Es ist essbar, ja, aber es ist auch mittlerweile... Die halten ja ihre 200 Jahre. Ja, aus dem Lebkuchen wird ja irgendwann noch Gold. Das wissen die wenigsten. Du musst noch ein paar Jahrtausende warten. Deswegen ist Bayern so reich. Ja, so. Das gute Lebkuchengold. Gerde hat Wolfgang geliebt. Oh. Moment, Grace. Der war doch bis 93. Ach so, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, aber der, also bis 93 hat er gelebt, sie hat ihn geliebt, aber okay, zwei Erkenntnisse haben wir daraus. Der war doch alt. Der war doch sehr genau, alt. Er war 70 Jahre alt. Also Grace. Gut, ich geb's zu. Ich bin blöd. Ja, weil sie dachte, dass Gabriel mit der was hat. Spricht natürlich nichts dagegen. Wenn du einen Schattenjäger hast, dann lässt du dich auch gerne mal anders erdolchen. Die ist auf sicher... Ja, mit einem jungen, geschliffenen Dolch. Ja. Nicht der alte Käsemesser. Er neigt ein bisschen nach links, aber es ist okay. Man muss nur wissen, wie man es einsetzt. Ja, das war eher so. Ja. Das Niveau sinkt für sie heute. Ja. Also, Grace tut es leid, dass sie Gerde beschuldigt hat, weil sie liebt Wolfgang. Aber Wolfgang war 70 fucking Jahre alt. Die ist, wie alt ist die? Mitte 30? Das alter Kind Konkurrenz. Sie macht da nichts. Ich würde gerne mal, bevor wir das nächste machen, einfach einmal kurz. Ja, lies gerne vor, ich gehe einfach mit ein bisschen weiter. Ich versuche es mal auf Bayerisch, oder willst du, oder wollen wir es uns teilen? Ja, können wir gerne. Den ersten Absatz lese ich einfach mal vor, ja.
weil es auf Bayerisch und es ist ja schön, weil wir können es ja nicht und wenn die Leute es in Lautschrift schreiben. Es hört sich authentisch an, ja. Grüß euch und habt die Ehre, liebe Bohnen. Grüß Gott aus dem schönen Bayern. Da ist der Toni. Der Toni. Macht euch Sorgen, dass ich Spui mit Bord sau gut finde und euch klaren Dank hab ihm morg gedacht. Schick mal an Simon und an Gregor mal a klaren Präsent. A klaren Präsent. Präsent. In dem Backler, in Klammern Paket, Baklava, ist eine große Bayern-Fahne und der Alois Hingel. Also die Fahne und der Hingel. Den Alois ist einmal. Der Alois ist der, ach so. Ja, den Alois einmal drücken, bitte, sagt er. Ja, dann. Okay. Drück ihm, ja, warte mal. Hat der so ein, hat er was? Der okay, ich drück mal und ich halte mal ans Mic hier. Luja! Luja, Schoggi! Zu fix, Halleluja! Halleluja, Schoggi. Zu fix, Halleluja. Danke, Zement, Halleluja! Luja, Schoggi! Okay, wir haben es verstanden. Er hört nicht auf. Es ist ein bisschen ja, Zement und Halleluja. Ich erinnere mich gerade ans Ohnsorg-Theater. Ja. All diese alten Stücke, die habe ich immer gerne gesehen, weil meine Mutter die immer gesehen hat. Ja, und die haben auch immer dann wirklich, also da wussten sie noch zu lachen, die Rentner. Ja, da hatten sie noch Spaß, ne? Die alten. Den Alois kennt man vielleicht aus dem Zeichentrickfilm Minkma im Himmel. Minkma im Himmel heißt das? Minkma im Himmel, ein Münchner im Himmel. Geschrieben von Ludwig Thoma. Das ist der... Bruder von Dieter Thoma. Ich dachte, das heißt Bayern im Himmel, aber Münchner im Himmel passt auch gut. Schauks an euch moi, o denn das ist gute bodische Kultur. Dann sag ich noch, okay, ja. Also ist, wie gesagt, wir sind fast durch, aber wenn ihr euch die Mühe macht, uns noch, wenn ihr vielleicht a moi bodische Rapper für Bonjour haben möchtest, dann freut so a Liquid und a Bombo. Liquid und Bombo, die Rapper für Bonjour? Ich wollte gerade sagen, ich lese es nur noch vor, ich verstehe es nicht mehr. Oder a bloß Cabin. Blaskapelle. Ah, Blaskapelle, ja. Bloß Kapöln, tut's a. Tut's auch. Tut's auch, ja. I dat mit dirisch gefreien. Macht's weiter so, ihr seid super. Ey, der Doni. Super Doni. Sehr schön gemacht. Auch direkt, wurde direkt benutzt von Gregor als Merkzettel. Ja, es war der Merkzettel für die Morningshow, damit ich dann... Schickt uns Zettel und wir wissen, was damit anzufangen. Ich hole mir doch keinen anderen Zettel. Außerdem... Wie macht man es hier, wenn man mal einen Zettel braucht, um was drauf zu schreiben? Ich hole es mir natürlich aus dem Drucker raus. Ich gehe zum Drucker und nehme unten Papier raus und dann habe ich einen Zettel. Ja, macht Helmut Zettel auch nicht. Weil ich weiß, Helmut Zerlett meinst du? Nein, dieser Zettel. Wie heißt denn der Zettel? Vettel? Nein. Sebastian Vettel? Der Regisseur, der heißt Zettel. Helmut Dietl. Dietl. Aber Dietl ist nicht Zettel. Nee, das ist korrekt. Dietrich ist das, gell? Ein Dietrich. Ich bin zurück in Gerdes Schlafzimmer. Am Ende erwischt sie mich da noch. Schon, ich weiß, wir haben gerade sehr viel geredet. Vielleicht kann der Gregor die Hälfte wegschnippen. Ich versuche mich durchzuklicken jetzt einmal. Ich konnte mit Gerda nichts anstellen. Hast gesagt, sie hatte ihre Trauer und Grace meinte, vielleicht kann ich ihr irgendwie anders helfen. Ich gucke jetzt mal im Haus rum. Ich in ihrer Bude rumschnüffel. Ja, ich konnte bei ihr da nicht rein. Vielleicht kann ich irgendwas im Haus hier finden oder anderswo, was ich ihr geben kann. Weil von den Gegenständen, die ich da habe, so richtig ein Buch über Ludwig würde nicht helfen oder ein Schraubenzieher. Nee, aber wie glücklich eigentlich, dass wir kurz vorher noch in die Kirche reingegangen sind. Ja. Sonst hätten wir uns jetzt gewundert, wo sie ist und hätten es wahrscheinlich... Dieses Spiel hat mir beigebracht, einfach wenn irgendwo du das Gefühl hast, du weißt nicht, wo es weitergeht, klick jeden Ort noch einmal durch. Sicher. Du musst alles klicken. Vielleicht ist hier jetzt auf einmal noch das Buch, was wir hier geben müssen. Ich würde aber jetzt in jedem Kapitel alles nochmal anklicken. Nichts? Ich bin mir nicht sicher, welche anderen... Es gibt sonst nichts Interessantes. Okay. Und dann diese Aussagen, ja, das ist einfach gefährlich. Falsche Aussagen von einer Spielfigur. Exakt, letztes Mal hat sie auch gesagt, es gibt hier nichts Interessantes. Ja. Ach, dieses Buch muss ich übersehen haben. Ich dumme Plunze, die hier nicht hingehört in dieses Spiel. Ben Afflecks Plunze. Ben Afflecks Plunze. Buenos dias, Geliebter. Guten Morgen, Babe. Verschwinden Sie, sonst haut mir Jennifer Lopez wieder den Arsch voll. Nein, er darf nicht weggehen. Ich will mich jede Nacht von Ben ficken lassen. Was? Ben Afflecks Plunze. Kann ich diesen Doktor wieder anrufen? Professor Barkley wird sich melden, wenn er etwas herausfindet. Ach, er wird sich melden. Du hast die Nummer in dem Buch noch. Kann man sich auch anrufen. Ja, ich teste es mal. Ich halte mal das Buch ans Telefon. Hallo, König Ludwig II? Ja. Ich weiß nicht genau, warum ich den Herausgeber der Biografie anrufen sollte. Oh, aber, immerhin, sie weiß den Gedankengang dahinter. Also werden wir sicher ihn irgendwann noch anrufen können. Ja. Oder
Das war einfach nur oder er ruft uns an. Also hier ist nichts. Hallo? Ich habe gehört, Sie haben mein Buch gelesen. Wie war das hier? Ritterart. Ziemlich bequem, auch wenn... Ja, bequem. Die Fensterbank. Nette Aussicht auf die Alpen. In das Zimmer von ihr konnte ich nicht rein. Oder? Ey, tu nicht immer so, als ob du was Geheimes machst. Der Geheimgang. Ich vergesse immer, dass der Geheimgang im Schrank ist. Und jetzt, weißt du, es ist noch viel lustiger, wenn du drüber nachdenkst, als sie diese Szene gedreht haben in echt. Natürlich ist da kein Geheimgang in dem Schrank. Die hat sich also einfach in einen Schrank reingestellt und cut. Da kurz gewartet. Habt ihr alles? Ja. Ja, ja. Soll ich nochmal reingehen? Ja. Ich will nicht zurück in Gerdes Schlafzimmer. Am Ende erwischt sie mich dann noch. Sie ist doch aber am Grab gerade. Ja, naja. Grace Nakimura. Oh. Mir unten konnten wir noch. Das bei Phantasmagoria gab es doch auch diese Geheimgänge, aber die waren nicht in einem. Da war nicht der Schrank eine Tür. Nee. Das, wie sind wir denn durchgekommen? Ich glaube, mit irgendeiner Tür, die wir aufgeschlossen haben, sind wir hinter einem. Hinter einem Schrank oder ich weiß gar nicht mehr. Wir sind zwischen die Wände gekommen. Ich glaube, genau. Der Schrank war auf jeden Fall nicht ganz unwichtig. Ja, oder wir waren im Keller und da war so eine Apparatur, womit wir hinter die Wände dann hochgefahren sind. Das war ja, wo wir dann rumgelaufen sind und diese geheimen Teile alle gefunden haben. Schon alles vergessen hier. Wir arbeiten übrigens vielleicht an einem besonderen Spiel mit Bartag. Mhm. Das sagen wir jetzt schon mal, weil wir jetzt schon mal vorher. Wir können es euch aber nicht garantieren. Genau, wir hoffen mal, dass da vielleicht dieses Jahr noch ein bisschen was in der Richtung passiert. Wir versuchen dahin zu arbeiten, neben dem eigentlichen Spiele mit Bar-Programm, was wir sowieso schon haben. Und wenn es funktioniert, ich glaube, es wird dann ganz geil. Oh, da würde ich mich echt freuen. Den würde ich mir auch den ganzen Tag angucken. Ja, das alte Phantasmagoria, das haben wir schon wieder vergessen. Wollten wir das eigentlich einmal gucken. Eigentlich, ja. Da komme ich dann mal bei dir vorbei, wir trinken ein bisschen was, gucken 2-3 Folgen. Das finde ich gut, ja. Das können wir machen. Dann haben wir es drüber tot. Das war viel lustiger, als wir es damals selbst gemacht haben, als jetzt nochmal anzugucken. Hat das geschnitten? Ja, das geht ja gar nicht. Ja, bei der ersten habe ich auch nicht, ich habe 1-2 Folgen geschnitten vom ersten. Du hast die meisten vorher geschnitten? Auch nicht. Nee, ich habe die ersten 3 Folgen geschnitten, danach hat alles Johannes geschnitten. Genau, ich weiß, dass Nasti und Maike haben auch noch jeweils eine geschnitten damals und ich habe Folge 7 oder 8 geschnitten von denen. Eine von beiden. Also ja, wir hatten es nochmal aufgeteilt. Da hat es angefangen, da war noch nicht klar, wer die ganze Drecksarbeit am Ende erledigt. Genau. Das Ding ist aber, so ein Projekt wie das hier, damit es funktioniert, muss sich jemand dann dahinter klemmen. Ja, und das geht nur, Gregor, das geht nur, weil du dich dahinter klemmst. Und du siehst, so gut die Phantasmalesias geworden sind. Wie ist das denn passiert? Egal. Du hast deinen Bubu gemacht. Ich hab gerade irgendwie voll, ja, Bubu. Reib dir nicht so lasziv am Schritt vor der Kamera. Mach das Machtdreieck. Was meinst du? Du siehst ja, wie lange Sebastian für eine Folge Phantasmalesia gebraucht hat, neben den ganzen anderen Pflichten, die er gehabt hat. Also damit es nicht ein halbes Jahr dauert, bis so eine Folge da ist, muss ich dann eben ins Schedule gucken. Und ich gesagt, Overblatt habe ich die Dinger geschnitten. Das war auch gut. Overblatt war ja unser Test. Ich bin wahrscheinlich schneller, wenn ich den einmal live aufzunehmen, on tape. Genau. Und das hat ja auch nicht so gut funktioniert am Ende. Deswegen haben wir es dann auch nicht mehr so gemacht. Ja, es war schon, man merkt es im Nachhinein nicht so direkt, weil da, also jetzt habe ich quasi die Hochheit zwischen, ich kann jede Sekunde zum Beispiel sagen, ich mache jetzt Schnitt auf Budi, Schnitt auf den Fernseher, Schnitt auf Simon Schritt, auch Schnitt Sachen, auf Schnitt. Auch Sachen, die so nie passiert sind. Ja, ganz genau. Lügen also. Der Gregor hat sich angewöhnt. Nein, die Wahrheit biegen nennt man das. Manche Wahrheiten kann man biegen. Qualitativ. Kann man brechen. Qualitativ biegen und es lohnt sich. Ein Notausgang. Braucht vermutlich jeder, der sich mit den Heeren der Finsternis herumschlägt. Weil Langeweile raus. Comedy-Potenzial rein, Gags ein bisschen Tonspuren verschieben. Das hilft schon enorm, um die Verständlichkeit dann da zu machen. Nicht alle geilen Tricks, sonst macht das hier Pete's Meat als nächstes. Pete's Meat. Pete's Meat, Spieler mit Schnurri. Phantasmagoria. Okay. Jetzt nimmst du eine Blume mit. Du hast jetzt gerade 2 von 5 Pflanzen getötet. Ja. Noch eine? Ja, komm, nimm doch noch eine. Nimm doch alle. Die sind da seit tausenden von Jahren. Das ist so irgendwo so ein kleiner Junge, der den Garten gerade angelegt hat. Irgendwann werde ich für meine Mama genug Blumen haben, um sie an ihr Grab abzulegen. Auf den Markt zu verkaufen. Ja, und Streichhölzer. Die Arznei für die Oma. Keine Angst, Oma, wir werden dein Bein nicht amputieren lassen müssen. Ich habe genug Geld. Moment, wo sind meine Hosen? Wo ist der? Schon. Er kommt nach Hause und sie nähen seine kurzen Hosen schon zu. Das eine Bein wird zugenäht. Was ist nicht lustig? Doch.
ist ein bisschen lustig. Es ist super lustig. Wenn niemand in ernsten Blick Bein verliert. Ja, nur dann ist es. Wir lachen über den imaginären. Wir lachen über, nicht über Leute ohne Beine. Ganz genau. Nicht. Ah, wir müssen aufhören mit dem Bier trinken, mit diesem Spiel. Und jetzt merken wir vor allem, ich habe ja diese Session kein Bier getrunken. Wir sind meist einfach so selbst ohne das Bier. Ja, sprich gern für mich. Ich habe Bier getrunken. Ich bin nur so, wenn ich Bier getrunken. Die Morningshow habe ich heute gemacht, ja. Und da hatte ich schon ein paar Szenen auch aus Spiele mit Bar gezeigt, weil man will es ja empfehlen für die Leute, die vielleicht nicht samstags dann zuschauen. Ich finde, das ist eine Serie, die kann ruhig mehr Leute. Und ein paar Teaser daraus genommen. Das Lustige war, ich hatte es in dem YouTube-Video den Teaser reingetan. Und es waren automatisch italienische Untertitel. Automatik. Und es gibt ja nichts Lustigeres, selbst auf dem deutschen Text automatisch generierte Untertitel da drüber zu packen. Klar. Und die eine Szene, das war, glaube ich, da diese Szene aus Tekken verschnitten, wo der Text von Grace Nakimura drunter war. Mein Name ist Grace Nakimura. Ich wohne im Schloss Ritter. Oli, zu Wifi, zu Wifi, zu Wifi, zu Wifi, ich bin hier auf Urlaub. Oli, zu Wifi, zu Wifi, Oli, zu Wifi, Oli, zu Wifi, Oli, zu Wifi, trocken eine. Ich hab gerade aus Versehen italienische Untertitel, autogenerierte italienische Untertitel eingeschaltet. Das ist ja fantastisch. Was war das? Babystatione? Was stand da? Babyproblemi? Das Ding hat es übersetzt mit Babyproblemi. Babyproblemi? Was auch immer das bedeuten mag. Und lauter sind. Ich habe mich so kaputt gelacht. Ja. Ich habe mich so kaputt gelacht. Das hat die Otto-Mom auch damals gesagt. Babyproblemi. Babyproblemi. Deshalb hoffe ich mal. Das, wo wir es aufnehmen, wo die Morningshow gewesen heute Abend, ist nochmal Chatwell. Ausrufezeichen CD Babyproblem. Hätte ich sehr gern, wenn eines das der Antworten wäre. Jetzt natürlich zu spät. Ist zu spät, zum Glück zu spät. Sonst hätten wir nämlich genau das Problem, dass es dann wirklich passiert. Ja, und das kann man gerne machen. Wenn ihr Spiele mit Bart schon geschaut habt, macht die YouTube-Fassung nochmal und macht automatisch generierte Untertitel drunter. Es gibt kaum was Lustigeres. Das stimmt, aber es ist wirklich nur zu empfehlen, wenn ihr es schon mal gesehen habt. Ja, genau. Nicht beim ersten Mal. Sonst verpasst ihr einfach den ganzen anderen Kram. Es ist sehr meta. Es ist sehr meta, aber auch lustig. Ich finde es auch mal wieder gut. Womit man einfache Menschen erheitern kann. Ne? Okay. Guck mal, die lustigen Untertitel. Also Blumen. Blumen habe ich gekriegt. Gepflückt. Akquiriert. Kann ich dir da... einfach hier auch noch so einen Stein hier von dem Brunnen ab. Vielleicht brauchst du den auch noch. Und ja. Das G von dem goldenen Löwen. Ich will mal gucken, wem ich die Blumen geben kann. Vielleicht der Postfrau? Grace, ne, Frau Nakimura, hier ist noch ein Brief für dich. Ja, sie hat uns den Brief gegeben. Sie hat Blumen verdient. Grüß Gott, Frau Nakimura. Siehst du? Grüß Gott. Haben Sie etwas für mich? Nein, leider nicht. Brauchen Sie sonst noch was? Ich nehme auch Briefe von anderen. Ich wollte gerade sagen, was kann sie denn noch sonst brauchen? Das ist bei der Post. Ja. Haben Sie andere Post für mich? Geben Sie mir einen Kuss? Wie kommst du denn auf die Idee? Nicht mit der Post. Die verliert zu viel. Weiß es nicht. Also ich habe Blumen gerade bekommen. Verliert zu viel. Sie hat gerade ihre Post bekommen von der ja, Post. Ja, ganz genau. Obwohl da eine falsche Adresse mit Prozentangaben drauf stand. Sie kann dich denken hören. Ja, also direkt in der Nähe. Danke. Bitte. Jetzt ist ein bisschen wieder kälter, das Verhältnis. Ja. Aber da sieht man auch, dass Kopftücher nicht exklusiv irgendeinem Glauben, sondern das auch stimmt. Den Bayern. Ja. So. Ja, bayerisch ist ja auch ein Glauben, oder? Das ist wahr. Christ, muslimisch, bayerisch. Ja. Nein. Warum willst du jedem diese Blumen stellen? Wie kommst du auf die Idee, dass diese Blumen jetzt relevant sind? Ich will jedem diese Blumen geben. Warum? Hast du was verpasst? Ich weiß momentan. Das ist das einzig neue Item, was ich gekriegt habe. Aber du weißt, was Menschen denken, wenn man ihnen Blumen schenkt. Ah, der hat fremdgefickt. Das ist der erste Gedanke. Also selbst egal, was Geburtstag. Aber selbst wenn man mit der dann. Also ich zwar bestimmt hier, guck mal, der Wurstfrau. Blumen. Und ich weiß, wenn ich ihr jetzt welche schenken würde, würde sie denken, ich wäre fremdgegangen. Ja, okay, wenn du überhaupt gar nicht es etabliert hast, dass vorher Blumen weitergegeben werden. Ja, du musst einfach nur sagen, also es geht natürlich ums Geld und um die Faulheit. Du sagst aber, dass du eben diese Lebewesen nicht umbringen willst und bla, du machst es auf bla 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 bla, du machst es auf diese Nummer, ja? Funktioniert. Tut mir leid. Ja, weil dann akzeptiert sie, dass du ihr das schenkst, weil sie denkt, ja, aber er macht das ja wegen den Pflanzen. Man muss ja immerhin, Ausdrücke der Zuneigung kann man ja auch anders machen. Es müssen ja nicht immer Blumen sein. Man muss ja nicht immer der Industrie. Dabei, vielleicht auch das mal einen Strauß Würste. Ne, wollte ich gerade sagen, eine Teewurst, eine große rote Teewurst schenke ich immer. Die werf ich immer in den Kopf. Du mit deinen Teewürsten.
Weißt du, irgendwann spricht sie mit ihren Freunden drüber. Wie, ihr macht das mit der Teewurst nicht? Ihr macht das nicht? Ihr macht das nicht? Ich dachte, das wäre ganz normal. Ja, ihr schenkt ja mal Blumen. Ich jetzt, das ist eine gute Idee. Ja? Das ist eine gute Idee. Ja! Sehr gut. Du bist eine. Du kennst dich wirklich aus. Wirklich. Ich habe mir schon gedacht, wenn sie einen 70-jährigen Eckstecher hat und der nicht mehr so zustechen kann, brauchst du ein paar stechende Blumen, ja. Oder sie macht jetzt voll auf Assi und legt auch Blumen hin und tut so, als ja, auch mit dem Zimmer. Ja, aber meine große Liebe. Das wird so geil. Völliger Diss. Nimmst du diese Rose an? Rose. Aber wir verstehen uns doch so schlecht. Ist die für mich? Gut. Das ist schöner, finden Sie nicht? Was? Das ist schöner. Und jetzt zieh dich aus. Tut mir so leid. Ich war ein Idiot. Gabriel und ich, wir haben nie... Ich weiß. Er hat nur zugeguckt, als ich und Wolfgang... Ist meine Schuld. Er wollte immer zuschauen. Ja, genau. Er saß im Schrank. Er hat immer so gegeifert, aber... Ich weiß nicht, warum er mich nicht an den Fall lassen wollte. Vielleicht wollt ihr... Versuchen Sie ja nicht, Entschuldigungen für ihn zu finden. Wäre doch jetzt nicht sauer. Trotzdem. Er steckt da bis zum Hals drin. Könnten Sie mir bei etwas behilflich sein? Wann kommt denn der Sex? Natürlich. Jetzt. Ja. Schnitt Hose auf. Muss ein paar Nachforschungen über Ludwig machen. Nachforschungen in meiner Hose. Ich möchte mir einige Schlösser ansehen. In meiner Hose. Ihr Schloss. Ja. Darf ich Ihre Tore mal aufschließen? Nehmen Sie Gabriels Wagen. All das für den beschissenen Dreier-BMW? Ich dachte, bei Dreier ist was anderes als einem BMW. Ludwigs Schlösser sind alle angestrichen. Danke. Wie, angestrichen? Ich glaube, in der Karte. Was meinen Sie in der Karte, so, die im Auto drin ist? Viel Glück. Ich sage jetzt nichts mehr. Danke für das... Nein, bedanke ich mich nicht für. Aber das ist davon... Ich bin schon weg von dem Gedanken, sowas mit Logik anzugehen, weil ich wäre jetzt nicht aus logischen Gründen zu ihr hingegangen, der Blumen gegeben, sondern einfach, um meine Liste abzuarbeiten. Ja, aber hier gibt es ja irgendwie Sinn. Es ist komisch, ist und wirklich. Jetzt mal, gehen wir es mal seriös an, ne? Ja. Du stehst da als Frau, leidest und so, und da kommt die Tussi, die dich schon mit der Inzucht sozusagen, nee, nicht der Inzucht, aber einer moralisch fragwürdigen Kiste beschuldigt hat und legt dann auch noch Blumen hin. Ja. Würde ich direkt denken. Will ich auch sagen, du dumme Schlampe. Da würde ich mich direkt angepisst fühlen. Aber sie hat es direkt verstanden. Und Nakimura hat es ja auch in ihrer einzigartigen Art sehr emotional erklärt. Weißt du, das sieht so besser aus. Auf dem Papier klang es bestimmt noch gut. Aber da ist was in der Übersetzung dann verloren gegangen. Das sind halt Sachen, die man auch im Acting erledigen muss, die aber in einem Greenscreen natürlich schwer nachzuvollziehen sind, ja, was man da eigentlich gerade macht. Ja, da ist dann später ist da ein großer Baum. Hey, du hast wirklich, die sind alle Absolventen der Great School of Overacting. Ja, also haben, wenn der Chef-Absolvent dann Gable gewesen ist, der einfach das Gesicht so knautscht, als ob es keinen Morgen gäbe. Auch Grace, ja, zu jeder Situation eingebogener Kopf und ein Gesichtsausdruck extra. Ich stelle mir gerade jemanden vor, der das denen beibringt und wirklich so jemand, der nur Bühnenerfahrung hat, der Fernsehen nicht kennt. Also, ja, sie müssen die Augen größer machen. Die achte Reihe muss doch auch sehen, dass sie überrascht sind. Die haben auch genauso bezahlt wie die ganze Frau. Genauso bezahlt, nicht nur die erste Reihe. Guck mal, das hat keinen. Achtung, hier. Jetzt kommt's. Sie schnallt sich nicht. Geht nach hinten. Ja, aber nee, es ist Ami. Natürlich schnallt sie sich nicht an. Oh, ich habe mich so gefreut. Auf irgendeine Bewegung. Gar nicht. Ja, es sind ja die Männer von hier bei Phantasmagoria, die das Auto aus dem Bild schieben. Da habe ich drauf gewartet. In dem Moment, sie noch kurz sieht. Hallo? So. Das ist jetzt die Sache, wo der liebe Alex mir die Safe Gangs gegeben hat, denn diese Locations hier, Neuschwanstein. Das sind jetzt drei neue Locations? Nein, das ist Riddersberg, wo wir herkommen. Ah, also aber es wird noch eine weitere aufgetan und ich habe hier Safes hintereinander. Ich zeig dir das mal kurz. Aber das ist krass, der Chiemsee, hier der Freund von mir und Kollege von Giga, Felix Rick, die haben tatsächlich, wie alle Münchner Spacken, einfach ein Haus am Chiemsee. Haus klingt jetzt wahrscheinlich, ich war noch nicht da, aber ich nehme an, das ist eine Hütte am Chiemsee. Ist geil, oder? Das ist schon ganz geil, ja. Also generell eine Hütte am See ist einfach der Hammer. Ja. Aber das ist schon eine gute Location. Das ist schon wirklich eine gute Location, vor allem, weil da auch das... Felix darf sich nicht beschweren bei Games Welt. Nee, das sowieso nicht. Der hat ganz dicke. Willst du noch kurz einen Gruß für deine Mama in die Kamera machen?
Ich habe zwei Papas, aber denen sage ich auch Hallo. Hallo, Papas. Richard und Colette. Das Felix Dick nennt man ihn auch in diversen Kreisen. Wenn du das Apostrophe richtig setzt, dann... Felix Dick. Ja, Neuschwan oder so. Neuschwanstein ist hier angestrichen. Was man wohl in diesem Teil des Spiels jetzt macht, ist, in diese ganzen Städten hinzugehen, wie zum Beispiel Schloss Neuschwanstein. Wo ja auch, wurde da nicht Star Wars gedreht? Die Episode Planet Naboo oder was? So. Achso, du meinst als hier Padme und genau, dann... Diese schlimmen Szenen. Oh nein, wo sie auf dem CGI-Tier reiten. Und die Szene, wo es mir jedes Mal zusammenzuckt mit dieser CGI-Birne, wo die dann fliegt ins Gesicht, wo ich sage, ey Leute, ihr könnt da doch mal wirklich eine Gabel und eine Birne nehmen. Du meinst, wo er so mit seiner Kraft ihr die genau, Birne... Genau, und dann diese schlecht gerenderte Birne. So ein Arschloch vor allem. So. Rejected! Rejected! Boom, boom! Rejected! Boom! Ey, das Wichtigste für einen Jedi, geh sinnvoll mit deiner Kraft um. Hier, eine Birne! So, weißt du, eine Birne für eine Dirne. Ja, aus dem Grund dürfen Jedi keine Liebe empfinden, weil sie dann so Schwachsinn machen, wie Anakin fucking Skywalker und eine Birne schweben lassen, um ihre Dirne zu beeindrucken. Das ist sowieso Charaktermotivation aus dem Kaugummi-Automaten. Ja, da bin ich jetzt noch sauer, wenn ich drüber nachdenke. Hayden Christensen. Mann, ey. Hier in diesem Museum, weißt du, was du hier machen musst? Es gibt gefühlt 70 Räume hier. Du musst durch jeden Raum durchgehen. Du musst dir einmal diese gesprochene Führung anhören. Unsere Führung beginnt in der Eingangshalle. Ludwig II. Lebte von 1845 bis 1886. Er bestieg den bayerischen Thron im Alter von 18, als sein Vater starb. Ludwigs Leidenschaft war das Schlösserbauen. Während seines Lebens errichtete er drei: Linderhof, Herrenchiemsee und Neuschwanstein. Pläne für ein viertes Schloss, Falkenstein, waren in Arbeit, als er starb. Zusätzlich zu seiner Leidenschaft für das Bauen liebte Ludwig auch die klassische germanische Heldenmythologie. Diese Vorliebe teilte er mit dem deutschen Komponisten Richard Wagner. Neuschwanstein ist ausschließlich mit Motiven aus diesen Erzählungen dekoriert, von denen die meisten Einzug in Wagners Opern hielten. Aber gleich. So. Und weißt du, nein, lass das weg. Felix am Chiemsee. Was sollen unsere Eltern bloß denken? Felix, aber nein, das ist verboten. Gerade in Bayern. Au! Du dummer Mensch, du. Jetzt geh weg. Du wolltest mich hauen. Das war einfach nur der Präventivschlag. Ich hoffe, das war drauf, ja? Wie unglaublich blöd ich jetzt mal hier im PC-Bereich... Hinfort, geh weg! Beleidigt werde. Ich gehe nicht weg, denn wir haben Werbung. Wenn du mal den Fallmaker lesen würdest, dann wüsstest du das. Blind mit Taschenaffenlampenlicht. So, ich werde geblendet und werde ein wenig um mich hauen und wir machen jetzt kurz... Gib jetzt her! Wir machen kurz Werbung! Nein, Hubert will auch mitmachen. Dann nimm den Huber mal weg. Nimm den Huber mal weg, bevor er dir hier wieder ins Gesicht kracht. Der hat sich gedacht, jetzt... Autsch. Oh Gott, es tut mir wirklich leid. Warum hast du die auch so dilettantisch da aufgebaut? Weil ich nicht dachte, dass wir da herumrühren, wie blöd. Da ist mein Kopf. Alles, was mit mir zu tun hat, wird bewegt. Ja, du kannst ihn nochmal besser anbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es in Ruhe lasse, oder? Ja, gib ihn zur Seite, bevor er, ich glaube, sonst... Nein, okay, du knallst dir noch den Kopf dann dabei. Das, was wir gerade gehört haben, das war ungefähr ein Hundertstel von dem, was wir hier machen. Wir müssen in jeden Raum gehen, jedes Bild anklicken, uns eine Führung anhören, uns das und das und das und das. Für die Zuschauer einfach so faken und in Wirklichkeit gehen die jetzt weg und dann läuft eine Stunde lang der Kram. Es läuft eine Stunde lang, den brauchen wir auch nicht laufen zu lassen, weil jeder kann sich das selbst anlesen. Deshalb, Alex, ich bedanke mich auf diesem Weg bei dir, dass du mir die Safe Games geschickt hast, denn ich zeige nochmal kurz, es gibt das hier, das muss man alles erschöpfen anscheinend. Man muss wirklich durchgehen und alles wegmachen. Ist ja cool eigentlich, aber wenn es nicht spannend umgesetzt wird. Es ist wirklich wie eine History Lesson. Also es ist wirklich das Lameste, was man sich anscheinend vorstellen kann. Es ist wahrscheinlich cool, wenn man das dann spielt, dass man auch Interesse an Ludwigs Geschichte hat. Ich meine, es passt ja ein bisschen zu dieser Gabriel Knight-Historie auch, dass man da ein bisschen auch smartere Sachen präsentiert. Das ist nicht nur, es ist nicht nur ein Adventure. Es soll ja auch ein bisschen smart sein. Insofern finde ich es eigentlich okay. Nur, ich meine,
man will es in der Schule nicht lernen, man will es als Ami vielleicht ganz sicher nicht wissen, weil es ist irgendwas in Europa, wo die Drachen noch haben und so. Und, here be Dragons. Here be Dragons. Vielleicht ist es aber auch gerade deswegen interessant. Ich bin mir nicht sicher. Asiaten würden es, glaube ich, sehr interessant finden. Also wenn, mögen die das. Es spricht nichts dagegen, sowas in ein Spiel reinzutun, wenn wir es alleine spielen würden. Ist es was ich vielleicht auch einen langweiligen Nachmittag mir auch dann alles anhören wollen würde? In dem Kontext hier ist es entweder jetzt eine Stunde lang sich Museumsvorträge anzuhören oder wir laden gleich den Spielstand vom Alex und machen dann mit dem nach dem Museumspart weiter. Für das Letztere. Man kann ja trotzdem ein bisschen rum. Genau, ich zeig noch mal kurz, was es hier gibt. Ich fände es übrigens schöner, wenn es in einem Gespräch stattfinden würde. Wenn du eben Leute hast, die das selbst noch mal zusammenfassen und mit denen du auch lustig redest. So hatten wir ja schon einige Gespräche, wo wir auch Infos bekommen haben, waren aber lustig verpackt. Im Sinne von ja, das ist ganz einfach. Das Drittkarte steht für. Genau, wenn man das inhaltlich irgendwie verbaut hat, hier muss ich dann. Ich kann nichts sehen, wenn ich nicht an der Kasse vorbeikomme. Oh, ja, aber hier, ich kann doch überall hingehen. Geh doch zur Kasse. So, wenigstens Hallo an der Kasse. Guten Tag. Guten Tag. Die schiefen Haare, ey. Ich hätte gerne mal. Ich hätte gern eine Eintrittskarte für das Museum. Ja, 8 Mark für eine Ganztagskarte. Das ist anders aufgenommen, Ihre Sprache, ne? Nicht im Studio. Vom Ton nicht so gut, ne? Nee, das ist bestimmt die Originale, wie es auch im Englischen dann so klingt. Also eine Karte. Danke. Bitte. Okay. Soll das so sein, dass die Deutschen und die Bayern hier immer so assi und dumm wirken? Ich weiß es nicht. Bitte! Ich meine, das ist deine fucking Sprache, bitte! Das muss doch nicht. Wie kann man überhaupt bitte assi betonen? Das ist schon eine Kunst an sich, das können doch nur die Bayern. Weißt du noch die Reihenfolge? Ich habe mir gerade eine Eintrittskarte für 8 D-Mark gelöst und jetzt frag sie, ist das Ludwigsmuseum? Nee. Ist das Ludwigmuseum? Was? Ja. Ludwig der Zweite von Bayern. Das Museum zu Ludwig dem Ersten ist da rechts. Und auch hier würde es jetzt darum gehen, in jede Ecke hinzugehen, irgendwelche Fotos zu klicken. Ist das ein echtes Museum? Das würde ich gerne wissen. Ist das ein echtes? Ich bin mir sicher, es gibt ein Ludwig-Museum. Sieht es so aus? Und das alles hier durchlesen. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich so ausschaut oder ob man es extra... Und sie kann nicht mal Deutsch. Sie kann nicht Deutsch. Sie kann kein Deutsch. Das Gute ist ja aber, die meisten Paneele sind hier auch nochmal in Englisch aufgeschrieben, wenn man hingeht. Ja? Also denke mal für die ganzen Ausländer, die hier das Ludwig-Museum besuchen wollen. Bei der Macht der Lilie. So, und hier kann man sich umschauen im anderen Museum und es gibt noch ein drittes. Und ich lade mal den Spielstand beim dritten. Boah, stell dir vor, wie lange wir gebraucht hätten, wie wir uns geärgert hätten. Ja, also die Warnung ist echt gut, ansonsten wäre dieser Teil wohl damit, ab jetzt hätten wir nur Museumssachen durchgeklickt, die werden nicht... Kleinste Klavier der Welt. Ja, es gibt ein drittes Museum, das ist das Wagner Museum, zu dem man hinkommt, wo, weil Ludwig Pizza, und ja, Salami. Genau, Wagner Salami Station. Ey, in 100 Jahren ist das Wagner Museum das Museum. Ist das wie bei Demolition Man, wir gehen gut essen zu Taco Bell? zu Wagners Pizza. Idiocracy, ja, hier sind wir gerade. Und hier kann man sich dann Wagners Konzertflügel angucken und was der mit Gable zu tun hat. Und was ich noch gesehen hatte ich hier vorne, ich glaube, mit dem können wir gerade momentan nicht sprechen, aber Grace, glaube ich, ich weiß nicht, ob die ein Auge auf den geworfen hat, aber das ist Georg. Oh. Georg, der Mitarbeiter, ja. der gesagt hat, wissen Sie, das Wagner Museum ist geschlossen für einen Monat, aber ich wäre ja kein Gentleman, wenn ich nicht so eine Lady wie sie reinlassen würde. Hat er gesagt? Brauchen wir nicht, mir richtig gut vorstellen. Brauchen wir nichts bezahlen. Das sind wie die Leute, die in der Bäckerei stehen und sagen, ja, dir gebe ich nochmal ein Brötchen mit. Ja. Das klären wir dann im Kleinen, mit meinem Kleinen. Mit meinem Kleinen kriegen wir das.
Aber ich kann ich momentan was fragen? Ich habe im Augenblick nichts mehr für Georg. Außer meine Libido. Und ja, dann hätten wir das jetzt ungefähr 2-3 Stunden gemacht. Boah. Durchklicken und uns anhören. Boah, was bin ich, da ist oben ist ja noch was dazugekommen. Ja, das war das wo wir gerade waren, okay. Das Wagner-Museum. Wenn aber wir hier, war es eben auch schon dabei? Nee, es war noch nicht dabei. Ich habe ein bisschen den späteren Spielstand geladen. Da schon alles weggeklickt ist anscheinend und hier auch schon. Wenn ich hier mit Tippern gucke, genau, die Dinger leuchten kannst jetzt auch nicht mehr. Kannst du mir versuchen zusammenzufassen, was mir da jetzt in Erfahrung gebracht hat? Nee, ich habe mir die Dinge auch nicht alle angeguckt. Ich habe nur die Spielstände geladen und mich da mal ein bisschen da durchgeklickt. Anscheinend ist da eine Connection zwischen Ludwig II. Und Wagner. Ludwig war wohl der Gönner von Richard Wagner und es liegt irgendeine Connection innen drin. Man hat jetzt dann ganz viele historische Facts über die erfahren. Aber das war ja auch oft so, dass die reichen Royalen irgendein Gönner, also jemand Kulturellem waren. Ja? Also jetzt als du als Wagner könntest dann deine Opern nicht komponieren, wenn dir nicht irgendein Gönner mal die Möglichkeit gibt, sonst müsstest du auf dem Feld stehen den ganzen Tag. Aber war denn dann Ludwig, ich meine gut, damals war wahrscheinlich jeder Antisemit, also das ist immer so. wo kommt das denn jetzt her? Ja, weil Wagner ist doch Antisemit, deswegen frage ich gerade, ob das in irgendeinem, es ist glaube ich für diese... Du meinst, er macht es damit Ludwig, Ludwig zu gefallen? Nein, einfach ob das damals, das ist jetzt wirklich zu weit, aber ob das irgendeine Relevanz hatte, so scheinbar ja nicht. Also jemand, der Märchenkönig genannt wird, arbeitet mit jemandem zusammen, der halt musikalisches Genie ist, aber menschlich ein ziemlicher Arsch. Ja, also es ist schon interessant, ja, das meine ich. Okay, ja. Aber gut, ein gewisser Professor Barclay, er sagte, Sie hätten seine Nummer. Habe ich. Danke. Jetzt siehst du, ja, ich bin mehr, mögen sich da jetzt auf einmal, jetzt sind sie wirklich, die Szene kommt jetzt auf jeden Fall, wenn Gabriel und sie dann wieder zusammenkommen, wo sie über Gabriel tuscheln, was redet ihr denn da? Na? Nichts. Ach, nichts. Und dann von hinten. Nein, aber ich glaube nicht, dass diese spezielle, das Bewandtnis dann nochmal dann wohl von Relevanz gewesen ist, sondern mehr so die kulturhistorischen Sachen, weil das, was wir wohl erfahren wollen, ist irgendwie da den schwarzen Wolf-Mythos irgendwie dann draufschauen zu können. Ja, darum geht's ja eigentlich, ja. Aber Professor Barclay, Professor Arnie Barclay hat angerufen. Die Barclay-Card erfunden und angerufen. Arnie Barclay, he's the head of the Barclay House. Agnes Barclay is his devoted and loving spouse. They've got kids, Terry, Roger and Chester too, and all of them are Barclays through and through. Gucken, was er zu sagen hat. Wir rufen ihn zurück, der liegt bestimmt wieder im Bett. So. Professor Barclay, lassen Sie mich sich anrufen. Gute Wagner-Pizza, die würde ich ganz gerne essen. Es gab so eine, die ich früher mal ganz gerne gegessen habe, die hatte so kleine Mini-Salamis, oder die waren aber so eher schärfer, Peperonis oder so. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Nee, das ist ein Drama, dass die ständig ändern. Wahrscheinlich immer günstiger machen. Ja, wenn ich eine Rezeptur mag, dann will ich die weiter essen. Ey, ich schwärme immer noch von der Käsepizza, die ist 15, 20 Jahre alt und ich denke immer noch dran. Und die war von Wagner und die war so geil, eine Aufback-Käsepizza mit gutem Käse. Nicht mehr, das muss irgendein LSD-Käse gewesen sein, weil der war so lecker und heutiger Käse ist, egal was sie da draufhauen, Gouda, Mozzarella, es ist doch alles eh, scheiße, es ist eh nicht Analog-Käse. Ja, analog, ne? Das hat so gut geschmeckt, ich schwöre, ich habe das inhaliert, ich habe 3 davon an einem Tag gegessen und das habe ich früher auch gemacht. Irgendwann, zack, waren die weg. Und keiner wollte mehr drüber reden. Ich habe nachgefragt, Leute haben gesagt, reden Sie nicht über die Pizza. Im Billigpizza-Segment, was unter Wagner noch da liegt. Ich habe früher auch ganz gerne bei uns bei Aldi Nord. Super, gab's ja? Tatsächlich. Es gibt ja, zwei verschiedene Arten von Billigpizzen. Es gibt ja die... Aldi Nord und Süd. Nein, aber so die meisten ganz Billigpizzen, wo du, ich glaube, das machen sie auch nicht mehr. Da gab es ja nochmal die Abstufung, wo du irgendwie für eine Mark wirklich so eine bekommen kannst, wo der Boden wirklich irgendwie so weicher Keks war. Du weißt schon, ne? Und wo die hauptsächlich nicht nach Tomate und Käse, sondern nach irgendwie so Paprika oder ja, so geschmeckt hat. Ja, irgendwas haben. Ja, so Pulver halt, wo sie dann eigentlich mehr mit Geschmacksstoffen eben arbeiten. Ne? Und Aldi hatte eine, die habe ich neu formatiert jedes Mal. Ja, ich habe die dann genommen. Nein, wirklich, was? Neu formatiert, fragmentiert und dann defragmentiert. Ganz viele Ordner drauf gemacht. Also was ich gemacht habe, war diese Pizza zu nehmen. Die hatte ein bisschen besseren Belag drunter, aber auch so gute Salami und Käse. Ich habe die in die Mikrowelle getan, um sie aufzutauen.
Und dann habe ich Paprikaschüssel. Oh shit, alter Gregor. Sag nicht, dass du dann... Das ich hatte mein Mikrofon die ganze Zeit auf Mute. Du hast dein Mikrofon die ganze Aber Zeit auf Mute. Aber zum Glück bin ich so laut, dass man es vielleicht... Ja, weil ich pinkeln war. Oh, wieso hast du das denn auf Mute? Weil ich pinkeln war. Aber wir machen es einfach trotzdem. Wir machen es trotzdem. Glaubst du nicht, dass man das trotzdem hört? Tut mir sehr leid. Ja, ich hoffe mal. Dass Kann ich jetzt... Bin ich denn auf Mute? Nein. Wenn du jetzt auch Mute wärst, wärst du natürlich für den Arsch. Nein. Ja, okay. Tut mir leid. Ich wollte euch... Ich wollte dir beim Schneiden mein Urinieren ersparen und dadurch... Aber ich habe es eben nur für die Folge jetzt. Ja. Aber fuck. Da war der Ton hier ein bisschen schlechter zwischendurch. Oh, das tut mir leid. Das ist, wirklich, jetzt ist der Ton kristallklar und so viel besser als vorher. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass der Gregor nichts falsch macht, dann nicht alles. Oh, tut mir leid. Ja, okay. Ich check das nachher. Aber vorher viel Scheiße gemacht. Ist doch alles. Ich check das nachher ab. Ist auch egal. Oh, es tut mir also, leid. Ich habe die am Anfang stand eine gute Idee. Es stand eine gute Idee, zumindest um die Pizzageschichte abzuschließen. Ich habe das Ding dann, weil ich nochmal das Maximum Geschmack raus tun wollte, so ein bisschen so das Gemüse raus, was nicht so gut gewesen ist. Und dann die Salamis alle einmal rausgenommen und diese Tomaten-Käse-Paste zusammengemacht und nochmal drüber gestrichen, dass die quasi besser verteilt war und darauf neu die Salamis verteilt. Das ist aber wirklich, das ist defragmentiert. Das ist wirklich, okay, alles runternehmen, wir behalten die Inhaltsstoffe bei, aber ansonsten wird alles neu gemacht. Interessant. Und das war tatsächlich gut. Ich rufe jetzt mal den Professor an. Mit 3 Stunden. Schnitt. Telefoniert immer noch. Das ist ja sehr Raum. Ja, steht direkt daneben gleich. Hallo? Hallo, Professor Barkley. Hier ist Grace. Oh gut. Ich habe jemand für Sie. Ein Herr Josef Dallmayr. Und er ist auf bayerische Dallmayr, Geschichte spezialisiert. Und ich glaube, dass er in der Nähe von Ihnen ist. Herr Josef Dallmayr. Gut. Die Nummer? Ja, habe ich. Es ist 4982-555-2234. Vielen Dank auch. Entschuldigen Sie die Störung. Oh, keine Ursache. Ach, wann sehe ich Sie in der Vorlesung, Gracie? Ich sag's Ihnen, sobald ich es weiß. Tja, nun gut. Im Jahr 1900. Also Professor Dallmayr, der den Kaffee erfunden hat. Was wir hier alles treffen, gell? Wirklich aus Bayern kommen alle. Alle wichtigen Erfindungen. Dass wir dann zu dem, ist das der Zettel, wo Dallmayr draufsteht? Notiz mit Dallmayrs Namen und Telefonnummer. Ach, rufen wir den einfach an. Wenn wir schon nicht hinfahren können, dann... Wie mein Lehrer damals in Erdkunde sagte, ja, ich war schon überall auf der Welt, mit dem Finger auf der Landkarte. Mit dem Finger auf der Landkarte. Hallo. Hallo. Haben Sie Kaffee bestellt? Hallo. Sind Sie Herr Josef Dallmayr? Ja, Sie müssen Grace Nakimura sein, die amerikanische Geschichtsstudentin. Ja. Ich hörte, Sie interessieren sich für Ludwig II. Sehr. Und sogar für den Dritten. Da gibt es etwas, das ich Ihnen zeigen möchte. Fahren Sie nach Berg am Starnberger See. Wir sehen uns an der Kapelle. Ja. Was? Geht's? Erstmal super ausgeleuchtet. Nun, ich hatte gehofft, Sie wüssten etwas über jemanden namens der Schwarze Wolf. Er war ein Zeitgenosse Ludwigs. Er lebte in Preußen, glaube ich, und hatte gute Beziehungen. Nie von ihm gehört, aber ich schaue nach. Ich sehe Sie dann. Danke. Wiederhören. Sie ruft bei dem Dallmayr an. Hallo, oh, eine weibliche Stimme. Ja, ich treffe Sie gleich am Starnberger See. Kommen Sie doch da, kommen Sie zum Vergewaltigungstunnel. Ja, ja. Reden Sie noch nicht so lange. Bitte rechts. Nicht so lange, ich muss ein bisschen früher vergewaltigen. Also, lassen Sie uns einfach erstmal treffen, das ist mir eigentlich am wichtigsten. Ja, Hauptsache weibliche Stimme. Ich kann Ihnen am Telefon nichts erzählen. Tut mir leid, können Sie das wiederholen, Ihre Haare klingen so schief. Diese Haare. So, du, ey, Gregor, ich
muss aufs Klo. Ich mach mein Mikro leiser. Lass es, weißt du, du kannst es ruhig anlassen, weil es ist ja im Schnitt. Nein, aber dann baut es wieder jemand ein. Na, und ich, ja, aber dann ich möchte dir keine Geräusche geben zum Bauen. Geh aufs Klo, komm, geh aufs Klo. Es tut mir wirklich leid, gell? Aber ich hoffe, das bedeutet man nämlich retten. In dem Fall, dass es für dich mehr Arbeit ist, das zu schneiden. Das wenn, weiß ich. Wenn es überhaupt dann hörbar ist, ja. Ich glaube, man hört. Ich hoffe mal. Ich habe in deine Richtung geredet. Du hast in meine Richtung geredet. Es ist ja. Aber 100%, 101% übernehme ich die Verantwortung. Ich bin mit Abstand der Dümmste dieser Gruppe. Bis gleich. Bis gleich. Du kannst gerne schon mal weitermachen. Ja, ich klicke einfach mal die hier an. Mal gucken, was mit der Cutscene ist. Ob es da eine gibt. Oh Mann, immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Gerde? Ja? Haben Sie was von Gabriel gehört? Nein, Grace, tut mir leid. Schon gut. Nichts von Gabriel gehört, okay. Ich gehe da mal raus. Das wird ein Spaß im Schnitt, das wird echt ein großer Spaß. Bevor ich zum Professor Dallmayr gleich fahre, will ich noch mal in der Stadt gucken, was denn so Phase ist. Ich weiß ja nicht, was für eine Anstrengung das alles ist. Was kommt davon mit dem Bier? Da bin ich mir sicher. Ich quatsch mit den Leuten nochmal. Ach, sie sind weg. Herr Huber? Ja? Die Smiths, sie sind weg. Sie sind nicht mehr im Laden. Aber die haben doch gesagt, die bleiben da. Hast du es wieder angemacht? Ja, ich habe es angemacht. Okay. Ich passe ab jetzt immer auf, das wird mir nicht nochmal passieren. Das wird nicht nochmal passieren, ja. Jetzt. Einmal gebranntes Kind, ja. Ohne Beine brennt es nicht mehr. Oder irgendwie so war das. Was man macht, macht man es falsch. Egal, also mir war, mein Mikro ist ausgefallen in der letzten Folge von Phantasmagoria 2. In der letzten Hälfte, da war die fucking Batterie leer. Da musste ich auch über dein Mikro machen, was nicht angenehm war für die halbe Folge. Ey, im Ernst, gut, wir sind jetzt, ist ja wurscht, ihr seid jetzt drüber hinweg. Ja. Wenn ihr das hier seht, ist das Schlimmste vorbei. Aber bau einfach, keine Ahnung, mach Untertitel, schreib vorne, mach vorne einen Schnitt. Drei Tage arbeiten wir. Nein, aber ich meine, mach vorne einfach einen Schnitt, wo man sieht, dass ich es verplant habe. Und dann, und dann hat man mich ganz leise und dreht man mich. Ich mach immer eine Animation, wie die Volume-Regler aufgedreht wird. Oder mach irgendwas. Ich schneide einfach Sätze aus anderen Spielen mit Bartz von dir einfach da unter deinen Text. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot. Selbst das geht. Aber ich glaube, ich bin wirklich ein lauter Typ. Ich glaube, man hört es trotzdem. Ja, ich glaube, man soll es besser hören als ich, wenn aber ich aber es tut mir leid, wirklich, es tut mir leid. Ich wollte meinen Urin für mich behalten. Das ist mein... Schau es an, vielleicht klingt es dann so wie die ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, wo wir einfach mal irgendwo unser Mikro in dem Keller aufgestellt haben und der Hall noch dahinter ist, als ob es in der Höhle ist. Das war eine Hommage an die frühen Spiele mit Bartfolgen. Ganz genau. Habe ich denn wirklich an? Ja. Ja. Ich frage mal wegen der Smiths. Sind die Smiths auf ihrem Zimmer? Ja, ich glaube schon. Ja. Das ging schnell. Ja, ich habe aus Versehen drauf geklickt. Vor Smiths. Ah, und wurde gerade geholt. Okay, Entschuldigung. Traum von Ludwig. Ich hatte letzte Nacht einen Traum. Ich konnte mich zuerst nicht erinnern, aber ich habe etwas in einem der Museen gesehen. War es wohl ein Traum? Ich wurde gejagt von Wölfen. Ohne Zuwölfe jagen eine. Und ich sah einen Schlitten. Ludwig war drin. Ach, das war Ludwig. Er zog mich hoch und ich dachte, ich wäre sicher. Und dann nahm er mich. Aber dann wurde er zum Wolf. Wie jedermann. Was könnte das heißen? Der Traum einer Rettung ist ein Traum der spirituellen Führung. Die hohe Priesterin in Gabriels Karten muss eine Verbindung zu Ludwig haben. Was repräsentieren die Wölfe? Ich bin ein Medium. Sie repräsentieren Wölfe. Aber die Warnung, die ich bekam, war vor dem schwarzen Wolf, nicht wahr? Und die Wölfe in dem Traum scheinen dieselbe Gefahr zu sein. Es ist so frustrierend.
Je mehr ich herausfinde, umso mehr Fragen habe ich. Warum versuchen Sie nicht selbst Verbindung aufzunehmen? Ludwig ist der Schlüssel, suchen Sie ihn. Die Antworten kommen nicht gleich, aber wenigstens geben Sie dem Führer die Möglichkeit, das nächste Mal etwas Genaueres zu sagen. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass... Sie wissen schon, eine Wahrsagung über Ludwig oder sowas? Ehrlich gesagt, ich habe den ganzen Tag versucht, Kontakt herzustellen. War leider besetzt. Aber ich fühle nur Verzweiflung. Ludwigs Seele findet keine Ruhe. Ist der Wolf ein... Ich muss gehen. Wann immer Sie uns brauchen, kommen Sie. Seien Sie vorsichtig. Danke. Diese Musik, Alter, was ist da los? Alles wieder gut, war nur ganz kurz ein Wolf. Aber jetzt sind wir wieder in der alten Kaschemme. Gib ein Bier her! Warum waren wir noch mal hier? Egal. Das war eigentlich der Punkt, den du ausführst. Hast du es längst weggesungen, den Punkt? Den habe ich schon längst weggesungen. Das ist, mein Gehirn kann 3 Sätze maximal halten und dann wird das wie bei Kelly Bundy alles so rausgedrückt. Alles raus. Rechts kommt neue Wurst rein. Was? Es geht ganz schnell. ich weiß es nicht mehr, aber es war gerade irgendwas komisch, ich weiß aber nicht mehr, worüber ich reden wollte. Das kannst du dir ja noch in Ruhe überlegen, denn wir sind leider schon am Ende angekommen. Nein. Doch, wir sind am Ende. Wollen wir jetzt nicht eine halbe Stunde länger machen? Ich muss mein Mikro. Dein Mikro. Es tut mir leid, ich hoffe wirklich, Gregor, hauptsächlich du, dass du nicht jetzt viel Arbeit hast. Na, wir gucken mal, wir versuchen daraus rauszuholen, so gut es geht. Im Zweifel gibt es mir nicht Schneid. Ja, ansonsten machen wir, wenn es tatsächlich so hardcore sein sollte, dass man die Folge nicht so direkt folgen, werde ich die Highlights rausnehmen und die an die Folge da dranhängen und dann machen wir eine Woche Pause. Bevor wir dann... Oh Gott, das hoffe ich aber nicht. Ich glaube, es gab genug Szenen im Spiel und so, die Spaß gab. Nö, würde ich jetzt auch nicht sagen. Wir checken mir tut es eigentlich leid, weil ich habe ja auch den Brief vorgelesen, gell? Das all stimmt, diese Sachen... Ach, das tut mir leid, aber... Naja. Wir wiederholen es vielleicht dann nochmal. Guck mal, wie es ist. Vielleicht ist es ja auch ganz gut. Auf jeden Fall vielen Dank für alle und sorry dafür und vor allem an dich. So, ist aber jetzt auch nicht. Wir haben schon ganz andere beschissene Sachen. Ey, wir haben so viel anderes Zeug gebaut. Verrafft. Ja. Da ist das noch okay. Da spricht das. Denk mal, als ich die ersten Phantasmagoria-Folgen verrafft habe. Hui. Ich habe ganze Podcasts aufgenommen und gelöscht, wo Spuren gemutet waren und alles. Also ich kenne es. Es passiert alles. Dann mal. Dann wünschen wir euch was und bleibt dran, denn Jantenna läuft jetzt meistens, oder? Ja. So ist es dann. Okay. Vielleicht sogar eine gute Folge. Nee. Jantenna?